Hallo und herzlich willkommen zu Uns, also Toshi und Faluza, wir sind in der Garnison angelangt und rocken jetzt hier Draenor heute. Man merkt voll, dass du verkatert bist. nee, Quatsch, hab ich nicht. Bin ich nicht. Heavy Metal und Bier, ich weiß. Das war eher Chanson oder so. Es hat uns auch nicht so ganz gut das gefallen. Das ist eine komische Biersorte. Ja. Du, Vorgol oder was machen wir? Ja, erstmal mache ich seinen Pilgerpfad. Ach, das kann ich auch. Ja, und Timo ist gut am Level, ne? Hast du es gesehen? 84. Ja, wir könnten. Könnte man fast schon sagen, wir machen die alten Innis oder so mit ihm zusammen. Also. Willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise. Dann mache ich mal auf Windwalker für den Buff. Die Anlage. Was man kann. Klingt wie ein Kampf, wenn du nur den Speck wechselst. Wow. Ja. Ist auch. Es ist drückende Schwüle, unglaublich. Och nee, nicht die alte. Ach, Kistane ist wieder dabei. Okay, dann. Ja, dann muss ich mich konzentrieren. Und ich höre mich bei dir doppelt. Kann nicht. Tu ich aber. Und das wirst du auch auf der Aufnahme hören. Willkommen. Jetzt auch noch? Nee, gerade nicht. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Bam, bam, bam. Ich bin die coolste Sau auf der Welt. Berichtet mir von euren Reisen. Dann machen wir mal Bo. Und dann vermöbeln wir dich jetzt hier. Was? Schon kaputt? Junge. Also, Kistane, du hättest heute Morgen mal frühstücken sollen. Ich hatte ja noch nicht mal angefangen. Auch schon fertig? Ja, die hat echt nichts gefrühstückt. Wie ein Blatt Papier ist sie davon geweht. Das muss man nachher mal in der Aufnahme einsehen, ey. Die muss ja hart gefressen haben. Weil ich weiß gar nicht, geht das eigentlich weiter als 90? Also kann die höher als 90? Ich weiß gar nicht, welches Level die gerade hatte. Das weiß ich nicht. Ja, ich denke, das skaliert mit immer. So. Bam, Garnisonsruhestand. Und sein Pilgerpfad zurück einfach. Nee, das wird zu einfach gewesen. Okay. Schön. Seid gegrüßt. Also Vorgol, sagst du. Denke ich. Ja, ich glaube, da ist jetzt Stress. Greifen da nicht jetzt die Donnerfürsten an? Was ist mit dir denn? Startest du auch mal?
Ich jetzt? Nee, meine Wüfern. Die hat gerade Startschwierigkeiten gehabt. Ja, ich fliege mit meinem Zeppelin, ist besser. Ja, entgeht mir nicht. Nee, ich nehme hier die Flugroute, habe ich genommen. Dann mache ich da bam, 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 bam. Nee, heute kam irgendwie gegen zwischen 8 und 9 kam hier ein Regenguss runter. Und seitdem ist hier eine drückende Schwüle. Was kam da runter? Ein Regenguss? Ja. Und jetzt seitdem ist hier eine drückende Schwüle, ey. Sakta! Troka! Rückt von allen Seiten vor! Familie! Wo ist er denn? Kommt er jetzt? Ah, da ist er jetzt. Okay. Hast du die Quest? Nein. Was ist jetzt? Jetzt? Befreit die Versklavten bla oder was? Nee, der hat hier von Durotan dann noch eine Quest. Nee. Was? Der hat keine Quest? Da standst du gerade daneben. Der hat keine Quest für dich gehabt. Doch, aber verdeckt. Okay. Naja. Scharfe Augen. Auf geht's. Der Nebel folgt. Nein! Sagt da! Ich werde euch rächen! Ich bin hier. Die Befreiung müssten doch für uns beide ziehen, oder? Ich hab eine. Sie trauen sich nur uns anzugreifen, wenn der Großteil unseres Clans fort ist. Lass mich mal ruhig befreien. Tötet diese Feiglinge. Okay. Hast du schon Berufe überlegt für 110? An was? Berufe? Ich bin am überlegen, ob ich also Bergbau verlernen und Verzauberung mache. Ja, ich überlege, ob ich Inji für diese ganzen Rest-Sachen immer. Inji und Alexi vielleicht noch. Bräuchten wir eigentlich nur noch einen Jubel, oder? Was ist denn hier? Ich würde dazu passen, meine ich. Also, jede Verarbeitung und so, das brauchen wir ja nicht. Das droppt ja alles für uns. Meine Fresse. Was hab ich denn jetzt hier? Ketten? Verdammt! Garkrak! Ausrücken! Tötet den blinden Schamanen! Da ist ja noch ein Frostwolf eingeklemmt. Mit der Ramme. Dann noch mal Regen runtergekommen und jetzt ist wie in der Sauna. Ja. Ein Aufguss gehabt.
Ekelhaft. Alles, was wir haben. Ich will die Wölfin leben. Eine Ecke. Befreit die versklavten Frostwolf Orks. Oh, jetzt habe ich schon wieder diesen blöden Jäger am Arsch, ey. Herz drauf. Ja. Möglicherweise. Heute weiß ich werden nicht. Wir Durotan mit Stolz erfüllen. So, jetzt gehe ich da hin und mache den letzten Named. Aber die Frostwolf-Orks habe ich jetzt nicht. Ja, aber hier, wir müssen noch ein Named machen hier. Was kann ich tun? Folgt dem Pfad. Nur eine Quest, ne, oder? Beeilt euch, sonst tötet dieses Monster direkt Tag. Irgendwie hat sich meine Maus, glaube ich, verstellt. Rumgeeiert. Habt ihr das kommen sehen, blinder Narr? Oh, komm her. Ist doch gar nicht her. Ich bin mit meiner Maus los. Der ist auch zu warm. Schießen, wieder ranziehen, was mit dir nicht richtig ist. Donnerfürst, ich höre den Lanzenversagen. Das Ritual ist bereit. Lasst es mich wissen, wenn ihr beginnen wollt. Cinematic! Rückzug! Wir kommen wieder, Frostwölfe! Du streamst gar nicht? Nee, tue ich mir heute nicht an. Okay. Mal gucken später, aber ich muss um 2 muss ich sowieso noch was, halb 3 muss ich noch was reden. Was musst du um 3? Nochmal auf. Höre ich nur noch flüstern. Aha. Ist das unser Schicksal oder? Wie kommst du? Ja. Darf man fragen? Frage mal von so erstmal. Ja, später. Später erzähl ich dir. Nichts Wichtiges. Aspirin kaufen. Was kaufen? Aspirin, ja. Was braucht ihr?
Ja, also die Bands, die ersten beiden fand ich ganz gut. Das Paradies hießen die, Indie-Band Deutsch. Dann fing an mit Ich bin das Paradies. Sehr schön. Grüße, Kommandant. Tja, und dann wurden die Drogen verteilt. Arbeitstrupps ja, bereit. Hat keiner verkraftet. Fliegt zur Dings, ich hätte den Flug nehmen sollen, oder was? Habe ich genommen. Ja, und ich habe Quest nicht dadurch. Vorher habe ich noch zwei Quests angenommen. Das verschwundene Rudel, glaube ich, war das. Und junge Herzen. Ja, ich fliege da auch mal eben hin nochmal. Aber jetzt bin ich erstmal wieder an der Speerspießerfeste. Ja, wo war das denn? In Vorgall. Ja, entgeht mir nicht. Ich glaube, wir machen jetzt gerade was Verkehrtes. So. Kannst du die teilen, die Quests? Ich kann es versuchen. Das verschwundene Rudel teilen. Zurück. Und junge Herzen teilen. Mhm. Mit. Freunde der Grummel machen hier ein gutes Geschäft. Ja, dann bleibt mal da stehen. Der heißt Puhl. Puhl, ich muss zur Speerspießfestung. Ich muss nachher mal in der Software nachgucken, was mit meiner Maus nicht richtig ist. Fussel, sag ich nur. Nee, das ist die DPI-Zahl hat sich verstellt. Dick. Ah. In Ganars Ungeduld könnte die Frostwölfe entzweien. Es ist typisch für meinen Bruder, die eigenen Bedürfnisse über die des Clans zu stellen. Seid unbesorgt. Dieser Held wird Ganar zur Rückkehr überzeugen. Euer Bruder schätzt Stärke über alles. Und davon hat unser Freund hier mehr als genug. Und Ghana und sprecht mit Lokra, ne? Ruf Ghana, sprecht mit Lokra, ja. So, was möchtest du machen? Wo können wir denn, warte mal. Ich glaube, ich möchte Aufräumarbeiten machen. Obwohl wir hier... Das kannst du alleine machen. Wir müssen die Sklaverei und Zwietracht klar machen hier. Das ist die, genau, direkt unter uns. Und da sind, glaube ich... Da kriegen wir auch einen Anhänger. Ich glaube, da sind noch wieder zwei Quests dann. Und zwar genau hinter uns jetzt. Mhm. Yay! Ah, okay, ist nur eins. Deswegen war das so schwer. War es auch mir. Ey, hast du gerade gesagt, ich bin fett? Nee, ich dachte, das war schwer. Ey, also das nächste Mal piss ich dir doch im Nacken. Was machst du? In den Nacken strollen! Befreit. Drei haben wir schon. Ach, das ist der Segen, dass da immer so ein Wolf dazu kommt. Ach, du bist nicht der schneller Rennen. Anscheinend nicht. Ach komm, was kostet die Welt?
Aber das war. Mehr brauchen wir nicht. Ne, will ich auch nicht. Und dann anstehen. Dann läuft zu weit. Wir können da fliegen. Ja. Hier ist ja auch noch einmal Garnisonsressourcen. Wo? Glaube ich zumindest. Was mit ihm denn da nicht richtig? Was, wieso kann der mich denn aufbauen? Ja, mal leider, geh hier runter. Das ist nicht so. Ganz normal. Hier ist auf jeden Fall Wolverine. Jo. Ey, ich hatte hier noch einen Stresskandidaten. Ey, der hat dich abgemountet, habe ich gehört. Nee, nicht abgemountet, der hat mich halt, wo ich das den Schatz geholt hat, hat er mich halt im zweiten Stock vom Erdgeschoss ausgeprügelt. Fand ich jetzt nicht ganz so witzig. Ey, und rein hier! Ich kann wie Dori, kann ich Wale sprechen. Hallo! Das ist gut. Da bin ich nicht viel. Kennst du den Film nicht? Finde ja, Dori ich zwar. Kommt mit Nemo oder nicht? Ja, es gibt schon zwei Teil. So, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Finde Dori. Habe ich letztens erst geguckt. Oh, guck mal, da sind schon mal die Äxte. Jetzt brauchen wir nur noch Schlüssel. Auf einen leichten Hinweis, wo die sein könnten. Ach, einen leichten? Ja. Ja, dann, also dann nehme ich mal einen schweren Hinweis hier. Yippie, Schweinebacke. Oh, immer hier die Schleichwerbung, ne? Oh. Aus der Bahn mit Marzipan. Oh, ich glaube, da gehe ich lieber raus. Siehst du das, wenn du mal die Effekte auf dir hast? Weil du hast gerade einen. Nö, das sehe ich nicht. Weil das kannst du auch nicht selber als trinken. Nein, ich kann nur Gift. Ich hoffe, du hast mein Leben im Blick. Nur gucken hat die nicht. Ja, das hab ich mir fast gedacht. Oh. Oh Mann, jetzt kommt Rand hier auf den Meter. Wie sehe ich denn das? Yay, Schlüssel! Yay, noch so ein Ding, ey. Yay, ich freu mich. Schön. Der andere sagt, er hat keinen Bock. Sollst du mit Steine schmeißen? Sind wir hier in Kreuzberg? Fühlen sich so, ne?
Immer hier die Berliner Uga hier. Oh, er hat auch wieder noch wieder was am Schlepptau. Ach, nee, komm. Der will auch mit dem Stein schmeißen hier. Der läuft jetzt hinterher mit dem Stein. Vielleicht sollten wir doch stehen bleiben. Ach, weil ich das bin, alles klar. Er zieht hier gleich so ein Ziegel aus der Wand. Maverick, Maverick! Klingt wie Maverick. Spielen wir hier ja. Top Gun. Ach, jetzt muss ich auch noch warten. Ich meine eher der Mel Gibson, glaube ich, der Maverick. Mel Gibson? Gibt's auch einen Film Maverick. Ja. Aber ich habe mir so an Top Gun und Tom Cruise gedacht. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. So. Ruhestein geht nicht. Ich flieg dich. Wo soll's hingehen? Zu Garni, ne? Mulberic entgegennehmen, oder? Mit Guse in der Speer. Ach nee. Sie haben doch Mulberic. Mit Guse sollen wir sprechen. Mit einer Speerspießfestung. Speerspießfestung. Speerspießherr. Nee. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann, bei dir mitzufliegen. Bestimmt noch alkoholisiert. Ja. Ja. Nicht, dass wir hier in eine Alkoholkontrolle kommen. Pöp. Account gebannt. Ups. Ja, genau. Mach mal einen zweiten auf. Ja, er fliegt auch dran vorbei irgendwie. Ja, ich suche. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Weißt du auswendig, wer Guse ist, oder was? Naja, ich musste nicht... Bist du gerade abgestiegen, als ich aufgestiegen bin? Ja, richtig. Ich darf doch nicht fliegen. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, wir müssen jetzt... Darmquetsch. Ja, können wir auch machen. Aber... Vielleicht solltest du auch allein auf Toilette gehen, wenn du deinen Darm quetschen willst. Können wir aber auch machen. Ich muss da nicht unbedingt dabei sein, wenn du Darmquetsch machen willst. Wir müssen ihn erstmal suchen. Ja, das ist doch der Elite hier, genau, der ist das. Oh, meine Fresse. Der haut zu wie ein Großer. Ich würde dir sagen, setz mal deine Garni-Fähigkeit ein, aber ich befürchte, dass du den vergisst zu heilen. Was ist meine Garni-Fähigkeit? Oh, er vergisst zu heilen, ich merk's gleich. So, das war Darmquetsch. Hast du da Transzendenz hingesetzt, oder was? Ja, weil ich's konnte, und da habe ich nicht heilen müssen. das verschwundene Rudel ist doch cool. Ja, du verschwindest hier auch gleich. Nicht im Rudel, ne? Nein, alleine, ganz alleine in der Versenkung. Auf wundersame Weise heißt die Serie nur noch Falooza und Falooza. Ja. Er ist seinem Kater erliegen. Willkommen zu Falooza. In der Hauptrolle Falooza. Ja. So, wo ist der Bengel? Da ist der Bengel. Drin, ne? Ja. Ja.
So, da müssen wir mal kurz untersuchen. Dann gehen wir mal da weiter rein, weil da ist jetzt nämlich der Stress. Das auch. Und hier oben ist, glaube ich, noch ein Schätzchen. Ein Säckchen als Schätzchen. Yay! Und ab durch die Mitte. Und übrigens hast du recht mit den Ärzten und so. Das ist hier immer alles weg, ne? Ja. War auch gleich, nachdem du es genommen hast, was weg. So, da haben wir auch die Geschichte mit dem Rudel gemacht, ne? Kriegen wir nicht hier ein Haustier oder so? Ne, kriegen das wir nicht. Schon, das hab ich schon. Tja, und? Wo bleibst du? Wo bist du? Sag mal. Ach, da bist du. Oh Mann. Ja, wir sollten jetzt wieder zurück, oder? Gesucht, Darmquetsch und dann Aufräumarbeiten. Du willst ja nicht. Hier, Orak, junge Herzen. Ja, wollte ich gerade sagen, aber du hörst ja nicht auf zu reden. Redet und redet, ohne Unterlass. Ja. Ja, nu. Kommt man nicht zum Wort. Ja, muss vielleicht nicht machen. Hinter mir springen? Du? Du und welche Armee? Das Rollen klappt hier nicht so richtig. Ja, musst dir jetzt vorstellen, vielleicht musst du dabei kotzen. Boah, ja. Schön beim Rollen kotzen, so, boah, alles durchs Gesicht, die schönen Brocken. Ja, wer saufen kann, kann auch leiden am nächsten Tag, ne? Ja, ja. Yep. Was braucht ihr? So. Ja, also das ist dem Saberon echt richtig gezeigt. War es das hier? Hier war es das, ja. Jetzt müssen wir wieder zur Speerspießerfeste, weil da ist nämlich Darmquetsch abgeben. Grüße, Kommandant. Jo, Grüße zurück. Stets zu Diensten. Episch geworden. Marek, Sohn. Wer ist Marek? Der vor dir steht. Also der Kleine. Der Ork-Junge. Jetzt der geht da gerade weg, ja. Und du bist 94 und ich 93. Wie kommt das? Ich habe heute schon Dailies gemacht. Über ein Level vor mir.
Ja, nach Norden. Was? Seit wann kennst du denn Himmelsrichtung? Das kommt mir komisch, wenn du Himmelsrichtung kennst, dann wird's ganz böse enden. Ja, habe ich mir auf dem Monitor aufgezogen. Also oben. Oben ist immer Norden. Eingeritzt. Jeder leistet seinen Beitrag. So, das Gegenmittel. Wir kämpfen gemeinsam. Oh, guck mal, ich glaube, deiner Höhle ist ein Rare. Nee, den finde ich nie. Na, dann hast du ja Glück, dass ich hier bin. Na, so ein Glück, jetzt habe ich dich verloren, Alter. So ein Glück, dann habe ich dich verloren, ja. Ja, bist du jetzt glücklich? Jetzt hast du ihn gefunden und du lebst auch noch und ich lebe auch noch. Das macht mich besonders glücklich. Ist der Typ hier mit dem Gegenmittel einer davon? Die Steinschmeißer. Ja. Drüben ist noch Geomanten, ein... ne? Ja, ja. Da hinter mir war einer, der kommt jetzt. Okay. Jetzt kommt sein Kumpel noch dazu. Ich komme zurück, ich komme zurück. Ich habe noch wieder was mitgebracht. Aua. Schon genug haben zusammen, oder? Ja, hier sind ja auch ein paar, die wir entgiften können. Alter, ihr fängt gleich wieder Stress an. Gleich wieder Stress an. Also, wir müssen uns da heilen. Ja, die zählen offensichtlich nicht für uns beide. Oder doch, 10 doch für uns beide. Entscheidend. Du hast keinen Weg, ne? Die zählen doch für uns beide. Darin liegt keine Ehre. So, dann gehen wir hier auf ins Gebäude. Dort ist nämlich ein Name, den wir klappen müssen. Aber einen müssen wir noch befreien. Ja, okay. Finden wir bestimmt noch. Hast du mir gerade die Akku geklaut? Mm-mm. Der hat mir doch die Akku geklaut. Hier ist doch einer. Hast du den klar? Ich mach den Name hier. Ne? Ich hab keinen Gegengift mehr. Ach, du hast keins mehr. Okay, dann mach ich den klar. Dann mach ich den klar. Wir müssen hier raus. Lass mich raten, das letzte hast du selber gesoffen. Und der Kater ist nicht weggegangen. Nee, ich hab hier nur noch einen leeren Giftbeutel. Jetzt.
Oh, Rauschen der Jadewand, das ist auch so eine schicke Animation, die gefällt mir gut. Eigentlich müssen wir woanders hin. Was? Ja, das ist nämlich eine andere Quest hier. Aber ich bereits alles verraten, was ich weiß. Ach, da geht's weiter runter dann. Mhm. Da ist die Geschichte mit Ganna. Könntest du wieder bitte fliegen? Jetzt krieg ich bloß wieder aufs Maul. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Lauft mit dem Rudel. So. Huch. Und hier oben ist ein Schätzchen. Ein Trütrüchen. Ja, hier ist auch eins. Hep. So, jetzt nageln wir hier die Wow, Köpfe. Das war knapp. Wow. Köpfe. Er ist fast in die Lava gefallen, oder was? Jo. MC Hammer hier! Hast du gesehen? Nee, das ist so Mambo Number 5 irgendwie. Also Schaden machen wir irgendwie keinen. Ja, beide nicht. Gleich wenig. So. Ja, dann machen wir so. Ist doch noch da, oder nicht? Ja, da ist das Quest abgegeben, ja. Ja, ich glaube, es ist oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja klar, ich war mir hundertprozentig sicher, dass das oben ist. Also. Ja, also wie gesagt, ne? Ja, klar. Also ich bin voll Pro, ey. Ich bin voll der Profi. Ah, das ist überhaupt nicht schwül hier, ey. Scheiße, ey. Ganas Rache. Ja. Ich habe bereits alles verraten, was ich weiß. Sprecht! Ich bin bereit, lass ich bin bereit. Mein Vater wird mich. Go, Gamma, go! Hat jemand mal ein Asthma-Spray für den? Benachrichtigt das Rudel. Ich glaube, es ist zu spät. Sind aufgespürt. Wir müssen ihn tragen, ne? Wen tragen? Bist du wahnsinnig? Ich trage hier niemanden. Ich trage nicht mal dich.
die Feder. Feder? Guck dich mal an, du bist ein Gnome, du bist keine Feder. Ein Wurfgeschoss. Ich bin ein Wurfgeschoss und das Paradies. Und das Paradies, ja. Ich bin ein Wurfgeschoss und das Paradies, das ist egal. Danach, seid ihr das? Ich dachte, wir hätten euch bereits getötet. Wenn ihr wie ein braver Hund darum bettelt, ist mein vielleicht Vater vielleicht in der Lage zu identifizieren, was von eurem winzigen Schädel übrig ist. Tötet sie! Haltet die Zustellung der Verstärkung ein. Lasst uns bis dahin so viele von ihnen wie möglich aus der Reserve lassen. Ja, das geht natürlich auch, ne? Er spart mir das Überlaufen. Ganar, kommst du? Hört mich an, Donnerfürsten! Ich bin Ganar von den Frostwölfen, Sohn von Garad! Euer Häuptling hat meinen Vater getötet. Also komme ich, die Köpfe seiner Söhne zu holen. Wer von euch ist auch genug, mich aufzuhalten? Schon kaputt. Ich hänge mich mal kurz an dich dran, ja? Ja, muss kotzen. Geht jetzt. Vorwärts, jeder leistet seinen Beitrag. Stürmt das Lager und sammelt euch in der wilden Schlucht. Lockter Ogre. Ja, jetzt wegen Phasing abgehängt wahrscheinlich. Nee. Bin da. Du bist da. Alles klar. Wilde Schlucht hier. Bup. Ihr entgeht mir nicht. Ihr entgeht mir nicht. Hey, nicht durch die Gegend schubsen. Das ist nicht lustig. Das Oger, ne? Nein, Orks. Auch nicht besser. Ach, das ist nur eine Blume. Ich dachte, wir müssen hier was befreien. Ah, wir müssen ja doch die Waffen klar machen. Ja, das könnte ich. Dann mal ran. Ja, mach ich gleich. Ich hab hier gerade Stress. Tut mir leid, ich kann nicht zum Krieg kommen. Ich muss eine Pflanze bekämpfen. Auf jeden Fall. Das ist die Prioritäten schon mal richtig gesetzt. Ich weiß nicht, wer von den beiden Punkten hat.
Nein, ich habe hier bloß Kreislaufprobleme. Also. Ja, jetzt hört man. Jager. Also die Eber, die können nicht für 5 Minuten stillhalten, ne? Die Vorräte, oder? Haben wir doch. Wir brauchen noch 5 Orks, oder? Ja, die haben wir jetzt hier. Sollte jetzt klar sein, oder? Mhm. So. Hier abgeben, oder? Ja, ich... Oh, hier Schatz. Das war so klar. Ja, hast du ihn gesehen? Hier? Jo. Ne, wohl nicht hier. Weiß ich gar nicht mehr. Nein, hier ist es nicht. Was braucht ihr? Ach, Jesus. Wird gemacht. Ja. Bringt es zu Ende, Wolfswölfe. Schwert auf! Geht los mit Regen hier. Oh, schön. Endlich. Ich muss mal kurz ein Fenster öffnen.
Mach das. Nice. Bist du rein? Nö. Ich hab eben hier diese Artefakte gesammelt. Ich hab jetzt 9. Grüße, Kommandant. Wie geht's weiter, Kommandant? Das eine ist bei Gunner abgeben, glaube ich. Ja. So, 10. Und einen Grund müssen wir noch befreien. Echt? Also für mich ja. Okay. Jetzt? Ja, ab. Aber das ist nicht hier, ne? Das ist unten. Nein, ja. Go, go. Aua, aua. Was, wer ist verprügelt? Die werfen. Und was werfen die denn? Weiß ich nicht, was die hier so finden. Knochen, Steine. In der Rhein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind sie. Die kommen alle um die Ecke jetzt. Ja. Yeah. Hat da wieder Stress angefangen. Ach, das war das ja gestern in Oldenburg mit der Massenschlägerei dann auch wieder. Sag mal. Da kommt doch in den Nachrichten hier. Wie war das hier? Fest der Kulturen? Oldenburg. Kultursommer. Kultursommer. Oldenburg, Massenschlägerei. Mhm, ja. Hier ist mal, Hashtag. Hier ist mal auf jeder Party, wo du bist. Wow, schön, endlich. Tja. Freu dich nicht zu früh, das hält nicht an. Ja, aber es ist okay, es ist jetzt, hier ist es echt eine Abkühlung erstmal ein bisschen. Hotdog, Sohn des Eisenwolfs. Ich kann die nicht abgeben. Dann machen wir die gleich nochmal. Ihr hättet tot bleiben sollen, Gunnar. Dann hättet ihr länger gelebt. Damn. Donnerfürsten, entfesselt die Bestie. Tötet den Grund! Findet den Feigling! Reden helfen. Wow, ich glaube, ich hier schon wieder Akku. Nein. Wir haben aber auch viel Schaden. Der Akku habe ich laut Anzeige. Das war immer das Problem. Ich gehe eher davon aus, dass du nicht ausweichst. Was? Seine Rache zu bekommen. Ich glaube, wir dürfen noch mal. Ich sehe dich nicht. Ja, ja, super. Wir sind im super. Krieg. Wir brauchen einen Kriegshäuptling. Ein Phasing. Wer von euch mutig genug ist, an meiner Seite zu gehen? Hat gezählt. Schön. Wir zeigen der Welt die Macht der Frostwölfe. Ja, hast ja auch gesagt, ne? Super. Da, ich weiß, dass ich super bin.
So, wo willst du jetzt hin? Zu Gani oder wo willst du hin? Ist ja auch bald 2:30, ne? Und der Erleuchtungsbuff ist gleich vorbei. Ja, Gani wäre nicht schlecht, aber ich brauche dann nur ein bisschen Zeit und dann können wir wieder. Halbe Stunde. Muss man eben raus. Also fliegen wir jetzt erstmal zu Gani. Kuhlstein. In eurer Garnison mit Durotan treffen, genau, sowieso. Ja, ich benutze jetzt nicht mehr meinen Ruhestein, ich fliege da einfach mal hin. Ja, oh cool, jetzt den Architektentisch. Yes. Und ab jetzt können wir, glaube ich, diesen Buff kaufen. Welchen? Ach, du meinst hier... Wenn es den noch gibt, ja. Den kleinen gibt es noch, glaube ich. So, jetzt gibt es aber noch irgendwie ein bisschen Roleplay hier, ne? Willkommen, Freunde der Frostwölfe. Nana, wird Zeit, dass du zurückkehrst. Was sind das für widerliche Trophäen? Die Söhne des Eisenwolfs sind vor mir gefallen. Er erträgt den Blut seiner Familie. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Ein närrischer Feldzug hat uns bloßgestellt. Viele sind gestorben. Ich bin dein Häuptling. Du und deine Krieger werden sich wieder unterordnen. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Also der Unteroffizier hat das. Mit meinem Recht als Zweitgeborenem und bei der Gerechtigkeit, aha, die ich heute vollstreckt habe, erkläre ich Makura. Irgendwie kann ich das nicht auf die Leiste legen, warum nicht? Das darf nicht sein. Ihr seid eine Familie. Eine Familie kümmert sich umeinander. Nur ich habe mich um die Ehre unseres Vaters gekümmert. Du glaubst, Vater hätte sich das gewünscht. Aber wir brauchen dann noch Ressourcen, müssen wir uns irgendwie besorgen. Ja. Nur hast du noch genug? Ich habe nur 46. Übernimm den Clan. Töte deinen eigenen Bruder. Mal sehen, wer dir dann noch folgt. Ich habe, glaube ich, genug. Glaube ich auch, ja. Ich weiß, glaube ich, wo ich welche herkriege. Rache macht unseren Clan nicht stärker. Unsere Stärke ziehen wir aus dem Zusammenhalt. Steh auf, ich glaube, Bruder. Ich habe noch welche in der Gildenkiste. Unser Clan braucht dich. Sind die nicht seelengebunden? Nee, es gab doch diese Vorräte. Ja, ich dachte, die wären irgendwie Battle.net-Account oder so. Und vereiste Waffen eines Helden habe ich auch noch. Öl brauche ich jetzt ja nicht. Muss mal eben kurz Kisten sammeln hier. Wo? In meiner Garni fürs Warehouse. Und das müsste ich erstmal ansetzen. Ja, wie gesagt, ich habe ja heute Morgen schon Dailies gemacht. Deswegen konnte ich die heute Morgen schon aufwerten, die Garni. Ja, ja, Streber. Und deswegen ist das Warehouse auch jetzt schon fertig. Streber. Ja, hallo, ich hab halt nicht gesoffen, ne? Oh, witzig, ey, muss man nicht immer sagen. Ja, warum denn nicht? Das ist doch nur allzu menschlich. Spaß haben im Leben. Das tut doch weh. Oh. Eine Dose Mitleid für den Toshi. Oh. Ja, wollen wir die Aufnahme unterbrechen? Neu starten gleich? Wie kann ich euch helfen? Seid vorsichtig. Ja. So um 3 ungefähr. Können wir machen. Grüße. Auf bald. Tja, dann überlasse ich dir das Outro wieder. Bis ciao, ciao, ne? Alles klar. Ja, wir unterbrechen die Aufnahme kurz und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt. Nee, nicht nur dann. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Ciao, ciao.